Der Zentralfriedhof von Teheran beherrscht die Sahra. Er ist ein Pilgerort für Angehörige von sogenannten Märtyrern, Kriegsgefallene, die für die Islamische Republik gekämpft haben. Behesht-e-Zahra ist auch der größte Friedhof des Iran, fast schon eine Stadt mit mehr als 1,3 Millionen Gräbern. Mehdi Akbari besucht jeden Freitag das Grab seines besten Freundes. Er war im Februar 1983 im Südwesten des Iran gefallen. Unsere Freunde und Verwandten fehlen uns natürlich, aber hierher zu kommen, tröstet uns. Es stimmt schon, dass die Situation in der Welt, in der wir leben, sehr angespannt ist. Wenn ich mich nicht gut fühle, komme ich hierher, um wieder zu mir selbst zu finden. Ich spüre hier etwas. Eigentlich rede ich mit ihnen. Eine fast schon religiöse Verehrung der 200.000 Soldaten, die im Krieg gegen den Irak und Saddam Hussein gefallen sind. Hier liegen aber auch rund 2.000 iranische Kämpfer begraben, die in Syrien die Truppen von Bashar al-Assad unterstützt haben. Die Märtyrer dienen auch Propagandazwecken. Die Familien haben mit diesen Märtyrern gelebt und leben weiterhin mit ihnen. Diese Märtyrer werden nie vergessen werden. Mein Sohn ist 12, er hat gesagt, wenn ich 14 wäre, würde ich nach Syrien gehen. Ich muss ein Märtyrer werden. Die Regierung nutzt diese tief verwurzelte Tradition, um das Land gegen alte und neue Feinde zusammenzuschweißen. Und der Märtyrerkult beginnt bereits in frühen Jahren. Wir sind hier in der Allee der Märtyrer. Wir verdanken ihnen wirklich viel. Die Iraker dachten, dass der Iran nach der Revolution geschwächt sei. Deshalb haben sie den Iran angegriffen. Aber unsere junge Generation ist geblieben und hat für unser Land gekämpft. Die Verherrlichung der Märtyrer wird im Museum der Heiligen Verteidigung besonders deutlich. Es wurde 2012 eingeweiht, jährlich kommen 300.000 Besucher. Die zur Schaustellung von militärischem Material wird für Propagandazwecke genutzt. 30 Jahre nach Kriegsende gibt es in manchen Regionen noch immer Kinder, die mit psychischen und körperlichen Störungen geboren werden. Krieg ist nicht gut, aber unser Volk hat diesen Krieg genutzt, um diese Tragödie in positive Werte umzuwandeln. Ein Krieg, der mit seinen sogenannten Märtyrern fest in den Köpfen verankert ist und so die Islamische Republik stützt.